Leute, jetzt gibt es die verschiedenen Arten von Schülern nach Schulschluss. Das Video ist von Mohi, schaut gerne bei ihm vorbei. Lasst ein Like und ein Abo da und let's freaking go. Wer hat bitte Bock auf die Schule? Ich! Ich korrigiere meine Frage. Welcher normaler Mensch hat Bock auf die Schule? Genau, keiner. Deshalb ist der Moment, wenn der letzte Unterricht vom Tag zu Ende geht und man direkt aus der Schule rausläuft, einer der besten Momente auf der Welt. Ey, es ist wirklich so. Ich fühle mich wie ein Adler, der man... Selbst nach all den Jahren kenne ich noch dieses Feeling, man weiß, boah Junge, jetzt ist Ende, Schulsachen ein, man wirft eigentlich nur noch alles rein und zack, ab nach Hause, Mann. Was den Käfig freilässt. Ein Adler, der versucht hat zu fliegen, hast du versucht einzusperrt. Leute, Schule ist wichtig. I just want you for my own. More than you could ever know. Wish I wish come true. All I want for Christmas is you. Ja, Leute, ey, komm, so langsam ist Zeit für Weihnachtslieder. Verschiedene Arten von Schülern direkt nach der Schule. Schreibt mir am Ende in den Kommentaren, welche Art ihr seid. Let's go. Papa, ich bin da. Gut, mein Sohn, kommst du, ich hab die Reste gemacht. Wo ist dieser Scheißer? Na los! Mein Sohn? Timmy, wo bist du? Was? Du brauchst noch 5 Minuten nach Hause? Wir haben ja ausgemacht, dass wir direkt nach der Schule nach Hause laufen und ohne was zu essen direkt die Playstation anmachen. Wo bist du? Hey. Ja, ich muss zugeben, das war, glaube ich, tatsächlich ich. Ich habe vielleicht noch mal was gegessen, aber an sich, ich war auch, und das war auch dumm, es war immer so dumm, weil danach hatte ich immer so viel Stress. Aber ich bin nach Hause gegangen, direkt Computer, Playstation oder sonst was an, direkt losgedeitelt und gedacht, ach komm, Hausaufgaben mache ich später. Ja. Schrei nicht so. Halt's Maul. Wie lange brauchst du noch? Ich kann nicht. Okay, spätestens da hätte ich 2 Wochen Hausarrest. Beziehungsweise Computerverbot. Ich die ganze Zeit auf dich warten. Der Gamer. Ja, der war ich. 100 Pro. Endlich haben wir aus. Ja, Mann. Gehen wir gemeinsam nach Hause? Nein, heute nicht. Wieso? Mein Vater holt mich ab. Oh, dein Vater. Ja. Yeah. Wann kommt er? Er braucht noch ein paar Minuten oder so. Ja, na dann. Ich wurde, glaube ich, in meinem Leben kein einziges Mal von meinen Eltern von der Schule abgeholt. Wie ist denn das? Also... Viel Spaß noch. Warte, willst du mit uns mitfahren? Nein, danke. Mein Haus ist ja neben der Schule. Der in der Nähe wohnt. Ah ja, und der immer zu spät war. Ach so, neben der Schule. Okay, ja. Na dann, ich gehe jetzt. Passt, bis morgen. Bis morgen, komm gut heim. Aber das Geile war, ich habe nah genug an der Schule gewohnt, sodass ich zu Fuß, wenn wir Freistunde hatten, nach Hause laufen konnte, irgendwie was essen oder kurz nochmal ein bisschen World of Warcraft und dann wieder schnell zurück. Hat sich bei einer Stunde nicht so krass gelohnt. Doppelstunde war schon geil. Hallo, Papa? Ja. Bist du gleich da? Was meinst du? Ja, du hast ja gesagt, dass du mich abholst. Oh, Scheiße. Ja, sorry, ich komme gleich zu dir in 10 Minuten, bin ich bei dir, ja, okay? Okay, ich warte dann. Sorry, ehrlich, sorry. Wann kommt er? Es sind schon 6 Stunden vergangen und es ist schon dunkel. Geht es meinem Vater überhaupt gut? Vielleicht hat er einen Unfall. Mann. Ich sage, er ist eingeschlafen. Er wird sicher gleich kommen. Der vergessen wurde. Ei. Mein Sohn, seit wann bist du hier? Seit ein paar Minuten. Ah, verstehe. Kannst du mich bitte jetzt in Ruhe lassen? Ich will genüsslich meine Hausaufgaben erledigen. Oh, Kevin, hast du keinen Hunger? Doch, aber das Essen muss sich erstmal verdient werden, ne? Bis wann sind deine Hausaufgaben? Freitag. Es ist aber doch erst Montag. Ja, ich weiß. Ich bin spät dran. Normalerweise sollte ich meine Hausaufgaben 2 Wochen vor Abgabetermin fertig haben. Aber ja, ich bin halt zu spät dran jetzt. Nein, ich meine noch, dass du genug Zeit hast. Genug Zeit für was? Für Buchlesen? Ja, das finde ich sinnvoll. Ich will ja eh das neueste Buch von Jumpy Samanoodle lesen. Das ist angeblich ein Bestseller. Jumpy Samanoodle. Der Strich. Ja, ey, ich muss sagen, so in Retro-Perspektive habe ich das Gefühl, dass das schon fast das Gechillteste ist. Weil ich weiß, dass ich dann zum Beispiel, ich habe den ganzen Tag gezockt und abends dachte ich mir dann, oh nein, ich muss noch Hausaufgaben machen. Scheiße, oh Mann, ach komm, mache ich in 2 Stunden. Jo, und dann war es schon irgendwie 10 Uhr abends. Ich dachte mir, okay, ich mache sie morgens vor der Schule. Anstatt sie einfach direkt danach zu machen und dann zu chillen. Aber so schlau war ich nicht. Mein Sohn ist da. Ja? Oh,
Was ist passiert? Was ist dieser meine Boden? Was machst du? Hallo, lebst du? Essen. Was? Essen. Essen? Willst du putzen? Nein. Essen. Ah, Essen, ja. Dann, wieso liegst du auf Boden? Steh auf, bist du Chihuahua oder was? Komm, steh auf jetzt. So ging es mir tatsächlich auch, weil no front an meine Mama, also wirklich no front, aber ich hatte irgendwie immer zu wenig Essen mit zur Schule, sodass ich in der fünften bzw. sechsten Stunde schon immer so einen Kohldampf wieder hatte. Den ganzen Tag in der Schule nichts gegessen. Wieso? Ich mach das immer so. Ja, dann selber schuld. Wieso ist das meine Schuld? Das Essen in der Schule ist zu teuer. Ja, wieso nimmst du nicht Essen von zu Hause, ja? Ja, vielleicht, weil du mir... Oder muss ich sagen, sorry, dass ich da nochmal reingrätsche. Bei uns, die Schulkantine war mal richtig günstig. Das war schon geil. Immer Essen gibt's, welches gottlos stinkt. Nein, stinkt nicht. Oh doch, du willst, dass ich meine ganze Klasse mit dem Essensgestank vergifte. Nein, will ich nicht. Ja, wieso machst du mir dann immer in der Früh Eier mit Sucuk? Und für den Extrakick eine Dose Thunfisch? Hä? Schmeckt lecker. Nein, schmeckt nicht lecker. Stinkt gottlos. Der Hungrige. Nee, das war ich nicht. Also ich hatte schon immer Essen dabei. Ja, hallo? Hey, Bro, willst du zocken? Oh, nee, sorry, Bro. Ich pack grad meine Sachen fürs Fußballtraining. Ah, sorry. Warte, wann hast du Training? Jetzt. Ich geh dann gleich los. Was? Direkt nach der Schule? Ja, ganz normal. Okay, ja, egal. Wie war's am... Ne, es gab teilweise so ein paar Leute, die Junge, die waren durchgeplant, bis zum geht nicht mehr mit irgendwelchen Hobbys. So, ja, ich hab heute Monat habe ich Klarinette, Alter. Dienstag ist Fußball, Mittwoch ist Judo, dann ist Donnerstag noch Basketball und Freitag ist wieder Trompete. Nach dem Training. Willst du etwas essen gehen? Sorry, Bro, da kann ich auch nicht. Wieso? Du weißt ja, ich spiele Klavier. Nach dem Training habe ich Klavier. Das wäre geil gewesen, wenn er jetzt Klarinette gesagt hätte. Bleib doch. Ja, so ist es halt. Na gut, egal einfach. Lass dann wenigstens am Abend ein wenig zocken. Sorry, Bro. Da kann ich auch nicht. Was? Was hast du noch zu tun? Ich helfe meinem Vater bei seinem Dönerladen. Der ohne Freizeit. Oh. Boah, der Tag war so lang. Oh, damn, mein Bett schaut gemütlich aus. Der Mittagsschläfchen nein, macht. Nein. Ich darf noch nicht schlafen. Ich muss noch sehr viele Sachen erledigen. Warte, wieso ist mein Polster schief? Ich richte das ganz schnell. Mittagsschläfchen ganz kurz, waren ganz böse. Habe ich auch schon mal gemacht, aber ist nicht geil. Du wachst dann irgendwann danach so um 17, 18 Uhr auf und der Tag eigentlich ist dann schon gefühlt wieder Schule. Also... Luxembody! Steh auf! Es ist der nächste Morgen. Oh, ich hab gottlos lang geschlafen. Ja, super, geh schon, mach dich bereit. Für was? Hast du Essen gemacht? Was für Essen? Du musst in die Schule, du Schiwoi! Warte, was? Es ist 7 Uhr! Hadi! Steh auf, ja! Der Schläfer. Ja, also das ist mir nie passiert. Oh, hallo, hallo? Ja, hallo, Papa. Er muss dringend auf Toilette. Sie, willst du Nikis mich richtig begrüßen? Ja, komm schon. Hallo, habe ich doch gerade gesagt. Ja, weil ich zu dir gesagt habe, du musst zu mir zuerst sagen. Ja, okay, das nächste Mal dann. Sitop! Ja, wieso hast du so eilig-meilig? Du bist doch gerade erst von Schule gekommen, ja? Papa, ganz kurz. Kannst du 5 Minuten warten? Ich komme gleich. Wohin musst du? Ist die Frage jetzt wirklich so wichtig? Ich will wissen, ja. Ich muss aufs Klo. Nicht kein Scheißer. Muss Scheißer. Gibt es in der Schule keine Klo da? Was ist los mit dir gerade? Ja, aber in der Schule, also ich hab's gemacht, aber es ist nicht geil. Allein das Toilettenpapier war räudig. Die Toiletten sind mit Mathebüchern verstopft. Oh, und die ganzen Schüler pinkeln auf diese Klobrille drauf. Ah. Ja, deswegen früh. Ja, okay, dann. Man muss bis früh. Gleich. Warte. Ja! Wie war eigentlich die Schule heute so? Ich will wissen. Kann ich das später beantworten? Nur kurz, ich will ganz kurz wissen, ganz kurz. Ja, keine Ahnung, war eh gut. Ja, die Schule war gut. Okay. Ja. Ich muss dir jetzt was ganz, ganz Wichtiges jetzt sagen zu dir. In dein Gesicht jetzt. Also, hör gut zu. Scheiße, ich hab vergessen. Egal, geh da mal aufs Klo, vielleicht fehlt mir ein in mein Klo. Ja, jetzt ist es zu spät. Ich muss nicht mehr aufs Klo. Was? Der aufs Klo muss.
So Leute, wir sind wieder am Ende des Videos angelangt. Schreibt mir jetzt in den Kommentaren, welche Art ihr seid. Ich war der Gamer. 10.000 Likes auf dieses Video kommen weitere Videos. Was? Mach einfach 10.000 Likes voll. Oh ja, es sind über 10.000, 13.000 Stück. Aber gut, Leute, das war's für heute. Lasst gerne ein Like und ein Abo da.